Wir sind heute in meinem ganz, ganz uralten Bienengarten tätig. Vor 7 Tagen habe ich hier wieder reingeguckt. Bitte nicht irritieren lassen. Das, was ich hier gemacht habe, kann ich eigentlich niemand empfehlen. Ich habe hier nur kurzzeitig so viel Bienenvölker aufgebaut. Die werden nämlich bald vermietet. Und da war ich jetzt halt sozusagen mein Berufsleben gefangen und musste hier 20 Völker für einen großen Kunde vorpräparieren, die dann bald auch beim Kunde in der Firma stehen. Es gibt ein sehr großes Naturschutzprojekt übrigens hier in Killesfeld. Den Namen der Firma möchte ich jetzt nicht verraten, aber wahrscheinlich wird es über die Medien gehen. Und ich kann nur sagen, die Firma hat sich wirklich viel Gedanken gemacht, was man eben für Tiere tun kann. Da sind nämlich auch Anfragen reingekommen, was können wir für Wildbienen und andere Insekten tun. Und da kann ich vielleicht gleich so in dieser Linie mal einfach mal kurz die Begrifflichkeit Bienenweide kurz erläutern. Ich habe da Kritik bekommen wegen meinem illegalen Hochbeet in Wolfertsweier von mitunter ein paar, sorry wenn ich so sage, verblendeten Naturschützern, die gesagt haben, Bienenweide würde ja den Wildbienen überhaupt nichts nutzen. Und da muss ich halt leider erstmal sagen, Moment, die Begrifflichkeit Bienenweide heißt zunächst einmal, dass es eine insektenbestäubende Pflanze ist oder ein Baum, Strauch, Busch, wie auch immer. Und insektenbestäubend bedeutet immer, es macht nicht der Wind, sondern es machen die Insekten und die werden angelockt. Die Pflanze gibt nämlich Nahrung für diese Tiere. Pollen als Proteine und Nektar als Zucker. So, und das ist eigentlich die Begrifflichkeit Bienenweide. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ihr habt recht, das ist ein bisschen irreführend, weil eigentlich müsste es ja Insektenweide heißen. Aber Bienenweide ist eben der richtige Begriff und Bienenweide betitelt sämtliche Pflanzen und Blumen, wo eben Tiere draufgehen. Die Schlüsselblume als Beispiel ist besonders ergiebig für Wildbienenarten. Weniger interessant für Honigbienen. Und trotzdem ist in der Bezeichnung die Schlüsselblume eine Bienenweide. So viel wäre jetzt das Thema schon mal geklärt. Und jetzt fange ich hier an, meine Völker durchzuarbeiten. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich jetzt ein bisschen still bin oder ob ich jetzt ein bisschen was erkläre. Das werden wir jetzt gleich so im Laufe meiner Arbeit gleich feststellen. Was man auf jeden Fall noch dazu sagen kann, hier sind fast alle Völker im Schwarmtrieb. Die Muttervölker auf jeden Fall sind im Schwarmtrieb. Und die ganzen vielen Homehives, die hier rumstehen, die sind jetzt jung. Das sind entweder Kunstschwärme oder Naturschwärme gewesen. Und die werde ich jetzt heute auch nochmal bearbeiten. Da muss man allerdings nur Waben korrigieren und möglicherweise Drohnenbrut schneiden. Die haben keinen Schwarmtrieb mehr, aber die Wirtschaftsvölker hier, die haben definitiv Schwarmtrieb und deswegen wird weiterhin im 7-Tages-Rhythmus geguckt. Ich habe mir hier bei dem Volk schon mal hingeschrieben, die Königin soll ich ersetzen, Queen ersetzen. Warum? Hat hier schon mal ein paar Minuspunkte bekommen und letztes Jahr auch. Das gefällt mir nicht. Da kann man sich dann natürlich dieses Thema Schwarmtrieb runterdrücken, kann man sich jetzt bei solchen Fällen dann sehr gut zunutze machen. Weil in dem Fall ist jetzt halt tatsächlich leider die Königin dran. Dazu kommt, dass das Volk eine extrem schwache Produktion hat. Also die gefallen mir hier überhaupt gar nicht. Und da muss ich halt dann leider sagen, ja, ich bin halt auch ein Wirtschaftsimker. Und ein Bienenvolk, wo genetisch ganz schlechten Sammeltrieb hat. Das hat halt leider bei mir im Betrieb echt nichts verloren. Und für die Bienen an sich ist es halt auch nicht gut, weil im Vergleich zu anderen genetischen Linien, die dann einen vollen Honigraum haben, das ist nicht nur gut für den Imker, vorderrangig ist das halt gut für die Bienen. Deswegen sollte man schon Völker vermehren, die einfach in allen Belangen fit sind. Und das Volk gefällt mir, wie gesagt, nicht. Also, wir suchen die Königin raus. Schneiden jede Drohnenbrut raus. Ich möchte nicht, dass von so einem Volk Drohnen schlüpfen. Zumindest schneiden wir die raus, wo wir halt rausschneiden können. Und wir brechen jede Schwarmzelle, um das Volk dann weißlos werden zu lassen. Hier haben wir schon mal ein paar Schwarmzellen dran. Zumindest die Näpfchen. Die machen wir mal weg.
Hier sind die Drohnen. Da haben wir gesagt, die fliegen raus. Drohnen gewesen. Hier haben wir auch noch mal jede Menge Männchen. Ja, das ist jetzt natürlich schade. Ich habe hier einmal zu grob draufgeschlagen. Und dann hat es hier oben jetzt einen Haarriss gegeben. Deswegen ist jetzt leider die Bienenbrut gerade mitgekommen. Und das ist vielleicht auch nochmal die Begründung hier für euch. Ich mag dieses System überhaupt nicht. Ich weiß, ganz viele Berufsimker schwören drauf. Auch viele Hobbyimker finden es toll. Für mich ist das ganze System hier der letzte Krampf und ich will es einfach nur wegkriegen. Ich brauche so ein System nicht. Ich habe mein Homehive-System, das ist so viel besser. Hier mit der Drahtung spinnt es auch schon los. Etwas nervig hier das ganze Teil. Wie kriege ich das jetzt weg? Am Draht ziehen ist immer eine ganz schlaue Idee, da kann man sich tierisch verletzen dran. Kriege ich hier den Nagel ein bisschen hochgebogen. Nee, sieht überhaupt nicht gut aus. Dann kann man auch noch den Trick der Hebelkraft nutzen, einen Stockmeißel ein bisschen einwickeln und dann weg damit. So, hat funktioniert. Da ich dieses System dieses Jahr endgültig aus meinem Leben verbannen werde, nur noch eine Frage der Zeit, bis ich hier dieses Bienenvolk umsiedeln tue in mein Homehive-System. Von daher brauche ich jetzt auch den Draht nicht neu bespannen. An die Drohnen hier komme ich leider nicht ran, weil die mittig sitzen. Hier ist unsere liebe Königin, die jetzt leider gehen darf. Das, was ich jetzt zeige bei YouTube, ich weiß, es möglicherweise gibt es dafür Kritik und ich verteidige mich da ganz klar, weil wenn ihr es nicht übers Herz bekommt, schlechte Königin tot zu drücken, dann hat es Konsequenzen für euer Bienenvolk und auch für die Umgebung. Und deswegen gehört das Abdrücken von Königin leider zur guten imkerlichen Praxis.
Und es gibt einfach Situationen, da sollte man das tun. Deswegen möchte ich das hier auf Band zeigen, wie ich das mache, weil man möchte ja seine Königin jetzt auch nicht unbedingt quälen. Ich habe da viel gehört. Manche Leute tun es in Tiefkühler, andere betäuben sie irgendwie noch vorher mit CO2 und dann tiefkühlen. Der andere, der macht halt es einfach so wie ich, macht es kurz und schmerzlos. Man nehme die Königin, hält sie zwischen Zeigefinger, zwischen Daumen und Zeigefinger, zwischen Thorax und Kopf. Ich gebe ihr einen kleinen Abschiedskuss. Danke für dein Leben. Zack, Guillotine und runterdrücken. Das Tier ist sofort mausetot. Der Punkt, den Plastikpunkt wollen wir nicht in der Natur haben. Logisch. Ist ja plastisch. Und bevor die Königin von einem Vogel jetzt gefressen wird, habe ich den Plastikpunkt weggemacht. Jetzt bleiben hier nochmal zwei Waben übrig, die ich auf Schwarmzellen durchkontrolliere. Hier sehe ich jetzt nichts. Letzte Wabe. Da haben wir wieder ein paar Zellen drauf. Allerdings hier nicht wirklich Schwarmzellen, das sind Näpfchen, also der Anfang der Schwarmzellen. Mit der Aktion, dass ich jetzt hier die Königin rausgenommen habe aus dem Bienenvolk, habe ich jetzt auch bei dem Bienenvolk den einen Punkt erreicht, dass die hier dieses Jahr nicht mehr Lust haben zu schwärmen. Anschieben wichtig. Jetzt werden sie aggressiv und wollen stechen. Dann hilft nur der Raucher. Brauchen wir jetzt nicht so viel, weil wir machen jetzt zu. Die Biene, die ihr möglicherweise in der Kamera hört, das ist die Wächterin. Diesem Tier, das ist ein einziges. Diesem Tier darf ich jetzt bloß nicht mein Gesicht zeigen, sonst habe ich ein dickes Auge, hundertprozentig. Das, was die Bienen hier oben gemacht haben, war auch nochmal so ein Grund, warum ich die Königin jetzt eliminiert habe. Die haben nämlich einen sehr eigenwilligen Bautrieb. Das mag ja okay sein für die Biene, aber nicht für meine Bearbeitung. Und die Königin merken brauchen wir uns in dem Fall auch nicht mehr, weil die gibt es nicht mehr. Die habe ich sozusagen aus der Population ausgeschlossen. Mit der Begründung, dass die jetzt über ein Dreivierteljahr viel zu viel Minuspunkte eingesammelt hat. Und jede Königin, die zu viel Minuspunkte bei mir in diesem System hier einhamstelt, die wird halt ersetzt. Und das dient einem höher gesetzten Ziel, einem höher gesetzten Zweck, weil nur so kann ich meine Bienengenetik immer weiter steigern in den positiven Pluspunkten. Es war auch tatsächlich eine gewisse jahrelange Arbeit, dass meine Bienen dann letzten Endes so sanftmütig geworden sind. Und es war noch viel mehr arbeitsintensiv, dass meine Bienen dieses Zellenausbeißen in der Genetik mit drin haben. Wir haben Drohnen rausgeschnitten, das Verhalten war gut, die Gesundheit war gut, Entwicklung war schlecht, Bautrieb war besser, aber für einen Pluspunkt reicht es nicht, Schwarmtrieb war gut, Honig war ganz mies. Und jetzt ziehen wir hier den Balken runter, weil jetzt haben wir eine neue Königin bald drin. Wir lassen dieses Bienenvolk jetzt leer laufen. Ich gucke ja hier in 7 Tagen so oder so wieder rein. Und was passiert hier in 7 Tagen? Ich werde überall Nachschaffungszellen haben, die noch nicht geschlüpft sind. Die Nachschaffungszellen mit den jungen Königinnen stammen dann von der Genetik von der Mutterkönigin. Und die möchte ich aus der Population rausnehmen. Bedeutet für mich, in 7 Tagen wird hier alles komplett durchgeschaut. Und dann nehmen wir jede Nachschaffungszelle raus. Und dann tue ich da entweder eine ganz tolle Weißelzelle von einem viel besseren Volk rein zum Schlupf. Oder aber auch, ich setze gleich eine begattete, vollwertige neue Königin zu. Und was ich da genau mache, das weiß ich selber noch nicht, weil das hängt jetzt einfach auch ab von meinen nächsten Arbeitsprozessen. Hin und wieder überlege ich dann halt mal so und so. Also kommt immer auf den Alltag drauf an.
Die Home heißt hier die. Ach komm, was soll's. Ne? Wenn ich schon mal hier stehe, dann kann man es eigentlich gleich durchgucken. Ich wollte jetzt erst die anderen Kisten vorher machen, aber was soll's. Der Draht hier nervt mich gerade. Ja, komm, den wickel ich jetzt hier gerade mal kurz rein. Nehme ich nachher ins Auto. Und dann geht's mit denen zwei gleich weiter. Ups, das war nicht der Plan. Aber auch okay. 2020er Königin. Das ist wohl eine richtig gute. Sonst hätte ich sie ja nicht leben lassen. So eine alte. Hm, wunderbar, die haben hier schon angebastelt. Hier noch nicht. Dann können wir die rausnehmen. Dann arbeiten wir uns in die Richtung wieder vor. Was haben wir da? Schöne neue Wabe. Was haben wir hier? Drohnenbrut. Drohnenbrut bei... Ja, Moment. Wenn wir 7 Tage warten, haben wir hier einen höheren Faktor, was den Milbenschnitt angeht. Was haben wir denn da? Da ist die Königin. Das muss eine tolle Königin hier sein. Die baut ja perfekt gerade Waben. Also hier, man sieht deutlich. Das ist das, wo ich halt meine. Die Biene will hier gar nicht schwärmen. Lasst euch nicht irritieren. Ich weiß, Nachschaffungszellen sind eigentlich in der Mitte vom Brutnest. Nicht bei Naturwaben, nicht in meinem Homeist-System. Das Homeist-System ist so natürlich, dass die Bienen wirklich Nachschaffungszellen, genau wie Schwarmzellen, am Rande der Waben bauen. Die natürliche Form dieser Waben ermöglicht das der Bienenbiologie. Da darf man nicht als Imker durcheinander kommen und nicht in Fachbücher reingucken, wo ganz klar drin steht, dass die das nur in der Mitte machen, wenn sie die Königin auswechseln wollen. Dieses Bienenvolk hat definitiv keinen Schwarmtrieb mehr. Nein, die Königin ist von 2020 und die wollen diese jetzt langsam abstoßen, was auch okay ist. Und wenn man sowas beobachtet, dass die Biene den Prozess so oder so von sich aus gerade beginnt, dann könnt ihr aus wirtschaftlichen Gründen sowie aus bienentechnischen Gründen den Prozess beschleunigen und genau dasselbe machen, was ich gerade mit der Königin gemacht habe, nämlich den Kopf abreißen und dann eine neue Königin schlüpfen lassen. Warum ich jetzt die Zellen alle platt drücke, hat folgenden Hintergrund. Mir reicht heute A die Zeit nicht, um die Königin zu vermehren. Und B muss dieses Bienenvolk, bevor es in den Prozess geht, einer neuen Königin ansetzen, erst noch wachsen und gedeihen. Weil ein richtig gutes Ergebnis von einer guten Königin bekommt ihr nur in einem richtig großen, starken Bienenvolk. Das hier war eine männliche Wabe. Und die sieht richtig arg verbissen aus. Davon ist wirklich auszugehen, dass hier alles richtig krass voll war mit Milben. Deswegen machen wir hier jetzt eiskalt auch die Bienenbrut weg. Das Risiko ist mir einfach zu hoch, dass da einfach viel zu viel Milben rauskommen aus der Krüppelwabe, wie ich sie dann nenne. Der Oberträger ist jetzt leer, deswegen kommt er wieder ganz an den Rande. Das Volk ist auch noch viel zu klein für eine Brutnestauffächerung. Und Gott sei Dank haben die lieben Bienen uns hier gerade die nächste Drohnenwabe gegeben, wo wir auch jetzt wieder Milben rausbekommen. Und weg damit. Hier können wir einen kleinen Korrigationsschnitt machen. Die Biene hat nämlich hier mein System etwas verlassen. Deswegen habe ich jetzt die Wabe hier weggemacht und hier können wir die Mittelwand wieder ins Lot drücken. Auch hier ist klar, abgeschnitten heißt, kommt an den Rand. Die Wabe hier, die drehen wir, weil da haben wir einfach mehr Erfolg für eine gerade Wabe. Was haben wir denn da? Eine krumme Wabe. Einmal hier reindrücken, machen wir gerade. Und das Ding ist ja hier schön gerade. Und dann drehen wir die auch rum, damit die Bienen gezwungen werden, gerade zu bauen. Das nennt man Wabenspiegeln. Mache ich ungern, weil es etwas die Biene kurzzeitig desorientiert. Aber wenn man sich dann die Gesamtbilder anguckt, ein paar Tage bis Wochen später, dann würde man den Griff bereuen, wenn man ihn nicht tut. Das macht einfach Sinn. Hier können wir wieder zumachen. Okay.
da nehmen wir jetzt die Methode und bekommen auch durch das Anklopfen die Tiere weg. Möglicherweise lohnt sich hier eine Futterwabe reinzustellen. Schauen wir doch mal. Nö, lohnt sich noch nicht. Aber wirklich viel gesammelt haben die hier auch noch nicht. So, was haben wir gemacht? Wir haben im Mai Drohnenbrut rausgenommen. Verhalten war gut. Gesundheit war schlecht, sehe ich an Varroamilben, die in der Drohnenbrut drin waren. Die Entwicklung hätte besser sein können. Der Bautrieb war gut für die wenigen Bienen. Honigertrag war Standard. Und hier können wir schon mal reinschreiben. Wir wollen umweißeln. Und ich weiß, dass meine grünen 23er eine richtig geile Königin ist. Nur zu alt geworden, vermehren plus plus plus. Bevor ich vergesse, die zu vermehren. Nächstes Volk. Die hier sehen schon wesentlich stärker aus. Oh, jetzt weiß ich, warum ich eigentlich wieder da vorne mit den anderen Kisten anfangen wollte, weil jetzt brauche ich definitiv ein Wabengestell. Habe ich hier reingeschrieben, dass ich Drohnenbrut geschnitten habe. Habe ich vergessen. Na dann, gut, dass ich mich erinnert habe. Nee, warte mal, steht doch drin. Ein X im Mai. Drohnenbrut erfolgreich rausgenommen. Ist okay. Waben spiegeln macht man nur dann, wenn es wirklich sinnig ist. Wenn die Wabensoße gerade sind, dann bitte genauso reinlegen, wie sie rauskam. Übrigens, wenn ihr Waben verdreht, Brutwaben, Pollenwaben, Honigwaben, ist in der Saison nicht so wichtig. Bitte nur eins beachten, Brut zu Brut, Pollen zu Pollen, Honig zu Honig. Wenn ihr die biologischen Kriterien durcheinander bringt, hat in allen Fällen negative Konsequenzen. Ihr seht, ich mache mir hin und wieder die Mühe, die Näpfchen wegzudrücken, auch wenn das Volk keinen Schwarmtrieb hat. Weil wenn ich das nächste Mal reingucke, kann ich da Rückschlüsse auf mein Bienenverhalten ziehen. Wenn ich die nicht platt mache, dann kann ich keine Rückschlüsse ziehen. Deswegen mache ich das hin und wieder mal. Also die haben hier einen perfekten Wabenbau. Das ist richtig geil, was die da machen mit ihren Waben. Die Drohnenbrut sieht mal richtig, richtig übel aus. Da sieht man auch schon die Milben durchgucken. Bei den ganz schneeweißen Drohnenbrutwaben, wenn man die in die Sonne hält, da sieht man die Milben. Und das sind mir jetzt schon zu viele Milben. Ich zähle es euch mal kurz, weil ich weiß nicht genau, ob ihr das... Ne, das macht keinen Sinn, wenn ihr es so nicht sehen könnt.
aber wir machen hier mal einen kleinen Schnitt, weil den könnt ihr auf jeden Fall auf Band sehen. Es ist äußerst ergiebig, in Kunstschwärme und Naturschwärme von anderen Völkern Drohnenbrut reinzuhängen, die offen ist, weil dann gehen nämlich alle Milben, die sonst in die Bienenbrut reingehen, in die Männchen rein. Nee. Müsste ich jetzt alles rauspulen, um euch die Milben zu zeigen. Glaubt man es einfach, die Wabe war hochgradig verseucht. Was ist das? Da lohnt es sich jetzt zu drehen. Das gibt die nächste Drohnenbrut hier. Super, da braucht man nichts machen, die ist ja total gerade. Und dann war es das schon mit dem Volk. Mit den zwei da hinten geht es gleich weiter. Einer hat's erwischt, tut mir leid, Mädel. Das wollte ich nicht. Und in den Honigraum reingucken, erübrigt sich hier bei dem System. Hier muss ich auch die Königin bald austauschen. Ne? Die macht nicht mehr lang. Das Volk soll noch größer werden. Dann wird die Königin ausgetauscht. Ansonsten ein perfektes Bienenvolk. Genau dasselbe, eine Altkönigin 2020. Das hier war übrigens ein Kunstschwarm, wo ich noch Brutwaben dazu getrickst habe. Schöne erste neu gebaute Wabe. Wunderbar. Hier kann man gleich überspringen, da hängt noch ein Zapfen dran. Hier muss ich ordentlich begradigen. Ist mal richtig krumm geworden. Da lohnt sich ein Finger kurz reinzugehen. Im Lot ist die Wabe schon. Und dann ganz, ganz leicht im Stockmeißel über die breite Masse die Wabe ins Lot drücken. Seht ihr? Von oben ist die wieder schön glatt. Aha, was haben wir da? Drohnenbrot. Was meint ihr? Jetzt schneiden oder warten? Warten lohnt sich. In 7 Tagen gucke ich Soße wieder rein. In 7 Tagen habe ich hier wesentlich mehr Erfolg, was den Milbenfänger angeht. Ganz einfach, weil die Wabe da noch mehr Drohnen drin hat. Verdeckelte Drohnen. Also hier wird die Biene auch bald von ganz alleine ihre Altkönigin rausschmeißen. Man kann es der Biene schon ansehen. Wer Erfahrung hat, der weiß, was der nächste Schritt eines Bienenvolkes ist durch die jahrelange Beobachtung von den Tieren. Thank you.
Auch hier gilt wieder, was meint ihr, wann schneiden wir? Auch hier würde ich sagen, wir warten noch mal 7 Tage. Viel verlieren tue ich nicht. Wenn man sich mal hier die Zellen anguckt, die sind so jetzt verdeckelt. Aber das sieht ziemlich jung aus für mich. Heißt, wenn ich in 7 Tagen gucke, ist hier immer noch keine Drohne geschlüpft und ich kann einfach wesentlich mehr Drohnenbrut abschneiden. Was dann, wie gesagt, einen höheren Milbenentnahmemodus mit sich bringt. Das hier war ein Kunstschwarm plus Brut. Dasselbe wie hier, nur dass der einen Ticken jünger ist. Erste Wabe kann übersprungen werden, weil nichts drauf ist. Die Wabe sehen wir gleich, begradigen brauchen wir sie nicht, aber definitiv müssen wir sie drehen. Das wird eine männliche Wabe. Hier gehen wir mit dem Finger kurz rein, klicken das System wieder ins Lot. Hier haben wir Männchen dran. Auch hier gilt, wir warten noch mal 7 Tage. Ist noch nicht so weit. Hier genau dasselbe. Wir warten 7 Tage. Ihr seht, die Wabe ist nicht im Lot. Dann drückt man sie ins Lot. Die Biene muss dann halt wieder etwas nachbauen, wenn man als Imker da reindrückt. Die Altwaben, die ich reingehängt habe. Super geil. Eine 2020er Königin ebenso. Wir warten hier mit der Drohnenbrut. Wir haben hier mehr Erfolg als wir auch hier. Und das nochmal gedulden. Das Drehen mache ich jetzt auch hier wieder, um die Waben gerade zu bekommen. Drücken wir jetzt hier ein bisschen rein. Dann passt das wieder. Die Wabe müssen wir auch drehen, damit das wieder passt. Die Wabe kommt zurück. Dann sind wir da auch schon fertig. Die sind ganz leicht. Deswegen kriegen die auch keinen Plus im Honig. Da hat der Schwarm wesentlich mehr gemacht. Nicht wundern, wie dieser Garten hier aussieht. Das ist Bauland geworden und ich rette hier nur noch, was ich retten kann. Im Spätjahr werden wir jetzt die letzten Pflanzen noch rausholen. Die letzten Bienenweiden, die noch hier schlummern. Wie zum Beispiel hier diesen tollen Goldregen.
Weiter geht's. Musste gerade meinen Akku laden von der GoPro. Wenn wir Glück haben, können wir hier jetzt schon den Honigraum aufsetzen. Ja, das sieht beinahe so aus. Oh ja, und das merke ich auch gleich, ich habe hier vergessen, die Waben zu vermitteln. Das war wohl ein ganz Spätabendschwarm, den ich da mal kurzzeitig hingestellt habe. Ja, ich erinnere mich. Und, interessant, okay. Der ist in Entstehung noch. Das heißt, die Königin, die... Oh, nice, die Königin ist gerade eben erst rausgekommen. Dann sollte man da jetzt auf gar keinen Fall groß gucken. Weil wir haben hier gerade eine Jungkönigin drin. Eine frisch geborene neue Bienenkönigin. Und die wollen wir jetzt nicht stören, bevor die wegfliegt. Junge, unbegattete Königin sind teilweise sehr flott unterwegs. Und was mir hier halt auch gleich sofort auffällt, das Volk ist wirklich denkbar schwach. Und da wollen und können wir auch was dran ändern. Ich lasse die jetzt gerade mal offen. Und dann gehen wir doch mal hier zu einem Volk hin. Also offen lassen ist relativ. Also wir legen da auf jeden Fall mal eine Plane oben drauf. Und dann gehen wir mal zu einem anderen Volk hin, wo hoffentlich in der Sekunde im Schwarmtrieb ist. Und dann können wir da Brutwaben abziehen und dem Volk zur Verfügung stellen. Das letzte Mal war dieses Bienenvolk im Schwarmtrieb. Laufen über. Auch eine 2020er. Gucken wir uns mal die Statistik hier an. Also auf jeden Fall ist die Königin mal zu alt, um weiterzuleben. Wenn ich mir die Rückseite angucke, so schwierig zu sagen. So wirklich genial ist die Königin hier nicht. Die hat doch ziemlich viele Minuspunkte eingesammelt, hat aber auch verdammt viele Pluspunkte. Im Bautrieb war die allerdings immer ungeschickt. Im Propolis-Ertrag hat sie im Spätjahr geschwächelt. Das war jetzt übrigens die Stockkarte vom 2021. Die Königin ist aber hier immer noch drin. Die hat hier schon im Bautrieb schon wieder schlechte Punkte. Also wenn jetzt schon wieder der Bautrieb hier nicht so toll war, dann möchte ich diese Königin auswechseln. Mit derselben Begründung wie beim ersten Bienenvolk. Ich kann schon sehen, der Bautrieb lässt hier wirklich zu wünschen übrig bei dem Volk. Speziell im Home-High-System kann man das sehr gut bewerten, wie baufreudig eure Bienen sind. Also die Wabe ist auf jeden Fall schon mal richtig gut für den Schwarm hinten, weil das ist jetzt in der Sekunde eine Wabe, die gerade am Schlüpfen ist mit den Jungbienen drauf. Das kann man hier in diesem Schlupfring erkennen und wenn man es genau wissen will, dann muss man hier in die letzten Zellkörper reingucken. Also hier sind schon Bienen rausgeschlüpft und die schlüpfen jetzt hier kreisrund raus. Deswegen ist die Wabe schon mal richtig gut für den Schwarm drüben. Hier haben wir unsere Königin und ja, ich mach's kurz. Danke, liebe Königin, für dein Leben. Aber wir packen in dein Bienenvolk eine viel bessere Königin rein. So, Königin ist Vogelfutter. Den Punkt tue ich wieder bei mir in die Tasche rein. Und dann brechen wir jede Schwarmzelle raus. Und in 7 Tagen brechen wir jede Nachschaffungszelle raus. Und dann geben wir dem Bienenvolk eine richtig tolle neue Genetik rein.
Jetzt kann ich auch die Waben wieder schütteln, um den Prozess zu beschleunigen. Wenn ich noch mal eine gute Wabe finde, wo wir schlupfreife Bienen drauf haben, dann nehme ich die auch rüber. Ja, also selbst hier waren die Bienen im Bautrieb wirklich faul. Selbst die Brutnestauffächerung hat hier schlecht funktioniert. Ja, ihr seht. Ja, die Wabe könnte man theoretisch auch nehmen. Ich denke nicht, dass ich noch eine bessere Wabe finde. Deswegen nehmen wir die jetzt mal. Und die hier haben wir auch gesagt, nehmen wir. Jetzt haben wir schon mal zwei Brutwaben mehr. Dann kommen die abstaffelnd rein. Nochmal gucken, nicht, dass da eine Zelle drauf ist. Ne, sieht okay aus. Die paar Bienen, wo da drauf sitzen, ist okay. Die vertragen sich hier. Das System vermitteln. Und ist euch hier was aufgefallen bei dem Volk? Mir schon, die haben zu wenig Futter. Und das ist ein Problem. Deswegen geben wir denen doch jetzt Futter. Habe ich auch alles dabei. Zwei Oberträger kommen nachher hier wieder rein. Einmal, zweimal. Dann nehmen wir hier eine neue Kiste. Vier Waben gehen raus. Also bei vier, jawohl ja. Vier Futterwaben gehen rein. Einmal, zweimal. Dreimal und die Nummer 4. Dann markieren wir diese vier Futterwaben und wissen, das dürfen wir nicht abernten. So. Klammer. Auch noch. Hier. Und ich habe leider keine Metallabsperrgitter mehr. Deswegen kann ich jetzt nur noch dieses Plastikgitter hier nehmen. Die werde ich bald ersetzen. Ich kaufe mir noch mal einen Stapel von den Metallgittern. Also diese Absperrgitter hier sind das allerletzte. Ich kann es niemandem empfehlen. Wer sowas verkauft, nee, ich sag nichts. Und ruf damit. Wichtig, zusammenschieben. Folie drauf. Und jetzt können wir hier was eintragen. Und zwar Standort fehlt noch. Das war der Bienengarten. Volkstrupp war ein Brutableger. Brut wurde nochmals gegeben. Wir wissen, die Königin ist ein 2022er. Wir wissen, die Mutter. Wir wissen, dass es hier Anpaarung ist. Wir wissen, dass es eine Schwarmzelle war. Und hier kann man einfach noch nichts eintragen, weil die Königin doch Futter haben wir gegeben. Im Mai. Und wir haben auch im Mai nochmal Brut gegeben. Das waren die zwei Waben gerade eben. Okay. Somit sind wir mit dem Volk auch durch.
Liste steht nicht wirklich drauf. Kiste. Okay, gut, wenn ich runterdrücke, dann geht's wieder. Okay, wieder so ein kleiner Holzverzug. Ja, und das passt nicht wirklich, also das gefällt mir nicht wirklich. Nee, nur Arbeit. Tauschen hier gerade noch mal die ganze Kiste aus. In der Hoffnung, dass diese Kiste dann passt. Ganz selten hat man auch mit diesen EPS-Sägebergern einen kleinen Verzug. Es muss nicht immer das Holz sein. Können geringfügig auch die Sägebergerkisten sein. In dem Fall war es wohl die Sägeberger, weil die hier passt ja wieder perfekt drauf. Stimmt das auch? Ach komm, die ist ja noch schlimmer. Ja gut, dann liegt es aber wirklich an meinem Holzverzug. Und das werde ich jetzt nicht beheben können. Ich habe keinen Hobel dabei. Das ist natürlich eine ganz üble Nummer. Okay, also da kann man nur mit dem Hobel ankommen und die Homehive-Kiste unten. Was den Holzverzug angeht, halt abschleifen, damit es hier wieder plan drauf sitzt. Kann ich jetzt nicht lösen. Machen wir am Montag. Dann werde ich mir jetzt die Arbeit auch gerade sparen können. Sekunde nicht aufgepasst und Biene tot. Mann, Mann, Mann. Mit der Gruppe dahin geht's weiter. Ich bin echt froh, dass ich die Genetik jetzt hier rausgenommen habe. Weil die Bienen haben auch Tendenz zum Überlaufen. Das ist ein weiterer, also das ist eine genetische Sache. Wenn Bienen überlaufen, damit ist gemeint, dass die nicht wabenstet sind, sondern bei Öffnung des Volkes ganz blöde Sachen machen, nämlich als Kollektiv überlaufen. Mehr sagt dieses Wort nicht aus. Und das könnt ihr über die Genetik beheben. Indem man eben Völker vermehrt, die das nicht machen, und Völker nicht vermehrt, die das machen und die Step by Step aus der Population rausnimmt. Noch ein weiterer Punkt ist, sie bauen nicht nur schlecht Waben, sondern sie verbrücken mir auch zwischendrin. Und Brücken oben sind okay. Aber wenn die Bienen eben anfangen, zwischen den Waben zu verbinden,
Das mag ich gar nicht. Das führt nur zu Problemen. Hier muss ich jetzt eine Begradigung machen. Sonst bauen die Bienen mir hier nur eine Dickwabe raus. Seht ihr, die Wabe ist schon relativ verdeckelt. Deswegen schiebe ich die jetzt an die letzte angefangen ausgebaute Mittelwand ran. Hier hauen wir alle Bienen runter. Jetzt guckt euch die Seite an. Die ist definitiv mal hier erhöht. Und das können wir mit dem Stockmeißel wieder ins Lot bringen. Ja, ist wieder gerade. Hier oben hat noch was gefehlt. Hier auch nochmal. Und sieht auch wieder gut aus. Was meint ihr? Zweiter Honigraum drauf? Nein, unten fehlt noch ganz viel. Und hier oben passt auch noch viel mehr Honig rein. Zumal die Robinie blüht noch nicht. Ne? Und nach dem Obst geht immer der Trachtverlauf erstmal runter. Das ist übrigens teilweise sehr unnatürlich, dass der Trachtverlauf dann nach dem Obst so abrupt abbricht. Und das liegt nicht daran, dass wir nichts haben, sondern es liegt an flächendeckenden Mähaktionen. Weil einfach der Löwenzahn weggeschnitten wird, hektarweise, wenn man es aus der Vogelperspektive sich anschaut. Und Klee genauso. Und das sind halt die zwei Trachtbringer nach der Obstblüte. Nur wenn die von jedem abgemäht werden, dann war es das halt mit der Tracht. Schade. Wir haben hier keine Drohnen rausgenommen, oder? Nein. Ich hoffe, ich erinnere mich richtig. Keine Drohnen raus. Doch, haben wir doch rausgenommen. Nee, haben wir nicht. Falten war okay. Gesundheit war auch okay. Entwicklung war schlecht. Bautrieb war schlecht. Schwarmtrieb kann ich nicht bewerten. War so ladida. Honig war im Allgemeinen aber gut. Strich runter, weil das Volk hat jetzt keine Königin mehr. Und wir haben hier Brut entnommen. BR im Mai. Klammer quer, weil hier soll eine andere Genetik rein. Möglicherweise haben wir jetzt Glück mit einem richtig tollen Volk, wo vielleicht schon richtig schöne Schwarmzellen hat. Schauen wir doch mal, wie sieht es mit dem hier aus. Was haben wir da überhaupt? Das ist übrigens mein altes Homehive. Puh, eine 2020er Königin. Ist der Punkt abgeflogen, sagt meine Stockkarte. Geile Genetik. Sieht man schon auf einen Blick, dass das einfach ein richtig, richtig tolles Bienenvolk ist. Hier ist nichts drauf, deswegen den müssen wir zur Seite legen. Auch nichts drauf, beziehungsweise so wenig, dass ich auch den zur Seite legen kann. Und dann schieben wir wieder das ganze System nach vorne. Wenn ihr mit meinem alten System, also das alte Homehive-System arbeitet, das ist noch nicht so technisch ausgeklügelt wie das neue Homehive. Deswegen solltet ihr da mit einem komplett Wabenschieben etwas vorsichtiger agieren. Da geht's dann wieder. Dann schieben wir die vor, dass wir eine Arbeitslücke hier im vorderen Bereich haben. Und von hier können wir anfangen durchzugucken. So, das ist doch mal ein geiles Volk. Wow. Ich versuche die Königin hier zu finden. Hier sind Drohnen. Die lassen wir mal drin, sollen sie schlüpfen.
Ja, die Königin würde mich halt interessieren, weil, wie gesagt, die hat ihren Punkt verloren und das ist eine tolle Königin. Man könnte zum Beispiel jetzt sagen, wir nehmen die Königin raus und lassen von dieser Königin Begattungskisten ausbauen. Hier beginnen die Zellen. Ja, Bienen stecken schon den Kopf rein. Das ist immer ein Zeichen, dass die schon nutzen wollen, die Zellen. Ihr seht, ich lasse hier die ganze Drohnenbrut gerade drin. Weil die soll schlüpfen hier. Super tolle Genetik. Na, Moment. Schütteln. Ha, ich hab gedacht, da ist Pentop gerade. Nichts mehr. Ach ja, so ein weiterer Trick wäre übrigens, hier die Königin rauszusuchen und in meinen Krüppelvolk hinter mich reinzuweißeln. Dann lassen wir die da ein paar Eier legen und gehen mit der Königin gerade wieder zum nächsten weißellosen Volk. Und jedes Mal, wenn wir die Königin entnehmen, macht ein Bienenvolk 24 Stunden später Nachschaffungszellen. Und so können wir dann auch mit einer weiteren Methode Königin hin und her rutschen lassen, von Bienenvolk zu Bienenvolk und überall die Genetik verbreiten. Wenn ich sie jetzt nicht finde, ist kein Beinbruch, dann ist das so, ist okay. Auch hier ist Drohnenbrut, die wir schlüpfen lassen. Wirklich viel Futter haben die Bienen hier nicht. Fängt schon wieder der Nahrungsmangel an. Ich könnte kotzen. Das ist einfach nur, weil die Menschen so dämlich sind, die Blüten stehen zu lassen. Es wäre so einfach, einfach alles, was blüht, nicht mähen. Was gibt es denn daran nicht zu verstehen? Also sorry, aber der Satz geht speziell jetzt an die Stadt Karlsruhe raus, die hochgradig alles abmäht, was auch nur ansatzweise blühen könnte für die Bienen. Da kriege ich wirklich meine Laune als Berufsimker, wenn man so unverantwortlich mit der Natur umgehen kann. Und was mich besonders aufregt, ist, dass die EU ja die Robinie als Neophyt eingestuft hat.
in die Stadt Karlsruhe, hat die Neophytenbekämpfung hier ganz, ganz genau genommen. Und innerhalb von 2 Jahren haben wir hier so gut wie alle großen Robinienbestände verloren. Das ist ein Super-GAU. Also der absolute Super-GAU. Sowas zu machen ist Frevel an der Natur, Robinien abzusägen. Mit der Begründung, sie würde heimische Pflanzen kaputt machen, so ein Schwachsinn. Die Robinie, die wird dann ein Problem, wenn man halt mit dem Bagger alles platt drückt, alles planiert. Ja, wenn man mit großen, schweren Maschinen rumfährt und den Boden verdichtet, dann machen in Anführungszeichen die heimischen Pflanzen die Grätsche, weil die einfach so einen harten Boden, so einen komprimierten, nicht durchbrechen können. Und die Pionierspflanze ist die Robinie, die überall dann durchbricht. Und die Neophytenbekämpfung, also die Wissenschaft hinten dran, ist ja die Invasionsbiologie, die thront leider auf dem falschen wissenschaftlichen Konzept, weil sich immer nur die Wirkung angeschaut wird und nicht das Milieu und nicht die wahre Ursache. Ja, und wenn man jetzt vom Milieu keine Ahnung hat, ist es ein leichtes, auf so einer Fläche zu stehen und zu sagen, oh mein Gott, wir müssen die Robinie bekämpfen, weil hier wächst ja jetzt nur noch Robinie. Und dann sieht es, wenn man es nicht ganzheitlich betrachtet, eben tatsächlich so aus, dass die Robinie in der Sekunde die anderen Pflanzen restlos verdrängt und sich dort breit macht. Aber der wahre Hintergrund ist eben tatsächlich die Neophyten, also die Verdichtung des Bodens durch Bauwerkzeuge. Das hier ist jetzt eine Wabe, die wir abschneiden an Drohnenbrut. Wir haben jetzt hier schon genügend schlüpfen lassen und man sollte die Milbenbekämpfung nicht vergessen, besser gesagt die Milbenentnahme. Das Schöne ist, wenn man Drohnenbrut schneiden tut, da kann sich die Milbe genetisch nicht anpassen auf irgendwelche Behandlungsmittel. Das ist ja so eine zu steile Kante ist und ich ein bisschen Hunger habe. Das ist jetzt mein Frühstück. Geil. Ihr könnt die Bienen im Bautrieb maßgeblich unterstützen, wenn ihr die Waben nach vorne setzt. Dadurch erweitert sich durch eure Handtechnik das Bienenvolk nach hinten relativ fix mit den Honigerträgen. Und im vorderen Bereich sind die Bienen glücklich bauen zu dürfen. Sie wollen übrigens auch im vorderen Bereich bauen. Hier fehlt mir noch ein Oberträger. Und wenn ich den nicht ganz fix da reinpacke, dann habe ich da in 7 Tagen Wildbau dran. Das hier muss ich definitiv einen Oberträger reinsetzen. Wie immer, ich mache euch allen hier das Angebot. Mein altes Homehive-System, diese Kisten, sind 100% funktionabel. Aber sie sind natürlich nicht so schick und so ausgeklügelt wie mein neues Homehive-Einraumbeutensystem. Ich habe hier noch mindestens 20 Kisten im Lager. Ich gebe euch die für ein Apfel und ein Ei. Ab 50 Euro geht's los, bis ab zu 150, je nach Qualität der Kiste. Man kann auch gerne mit mir handeln. Wer Interesse hat, bitte melden. Das haben wir gemacht im Mai. Drohnenbrut schlüpfen lassen, Drohnenbrut geschnitten. Ansonsten volle Punktzahl. Was für ein geiles Bienenvolk. Vermehren habe ich ja schon hingeschrieben. Punkt ist abgeflogen, weiß ich auch schon. Muss man sich ein bisschen gedulden, bis hier wieder die Königin das nächste Mal auftaucht. Wie gesagt, ich breche mir jetzt hier das Bein mit der Königin. Ich gucke da einfach in 7 Tagen wieder rein. Wir haben jetzt Schwarmzeit nochmal die ganzen nächsten 6 Wochen. Und da habe ich jede Zeit der Welt, dann da die Königin rauszuholen und die in ein anderes Volk reinzusetzen.
Smoker ist mittlerweile durch. Kann man daran erkennen, dass nicht nur Asche rauskommt, sondern der Rauch sich vorne blau verfärbt, bis durchsichtig wird. Ihr seht, er ist fast durch. Und dann schmeißen wir wieder hier eine ganze Handvoller Hanfspäne drunter, drüber meine ich. So, bitte nicht drücken, nur ganz, ganz leicht, aber nicht viel bitte. Frisches Gras zur Kühlung. Und weiter geht's. Ich denke, für Zuschauer könnte dieser Bienengarten hier doch sehr spannend sein, auch wenn die Landschaft unter aller Kanone gerade aussieht und wir ganz weit weg sind von regenerativen Permakulturen. Aber hier stehen, also bis jetzt standen ja hier doch einiges an verschiedenen Modellen rum. Jetzt zum Beispiel mache ich wieder die 1,5er Segeberge. Da habe ich das? Ich denke ja, mal schauen. Habe ich, korrekt. Das letzte Mal habe ich hier schon die Königin rausgeschmissen. Und heute sehe ich jetzt das Ergebnis von meiner Aktion vor 7 Tagen. Da ich hier mit der Königin das letzte Mal nicht zufrieden war, wenn ich Drohnenbrut sehe, schneide ich sie logischerweise raus. Und jetzt interessiert mich nur noch mal, habe ich da eine Zelle reingefummelt? Hybridgrün 23 von 2022. Oh ja, ich erinnere mich. Ich habe hier eine Wabe mit dem Finger aufgebrochen, also so ein kleines Löchle gemacht und eine Schwarmzelle von einem richtig anderen, guten, schönen, starken Bienenvolk rein. Und deswegen geht es jetzt hier relativ fix. Wenn ich Schwarmzellen impfen tue, dann kommen die logischerweise immer mittig. Wenn ich schneiden tue, kommt die Wabe, dass sie kleiner wird, nach Außenseite. Und hier schneide ich logischerweise, weil das die Drohnen sind. Hier der Streifen kann drauf bleiben, weil der ziemlich gerade runter geht. Nochmal Drohnen. Mehr Drohnen. Hier war meine Schwarmzelle. Ich zeige sie gleich. Ich hau erst die Bienen runter. Dann zeige ich euch, wo ich die Schwarmzelle reingelegt habe. So, hier habe ich reingedrückt, eine kleine Öffnung gemacht und eine Schwarmzelle von einem anderen Volk reingeimpft. Die ist bereits geschlüpft. Das heißt, wir haben hier erfolgreich eine junge neue Königin drin. Von einer anderen Genetik.
dass ich ab und zu tatsächlich ein bisschen Bienenbrut mit rausschneide. Hat nur was mit den Winkeln zu tun. Auch das Dreieck hier finden die Bienen jetzt nicht so klasse. Sie können es aber definitiv noch reparieren. Hier ist unsere neue Königin. Jung und unbegattet. Und die hat einen richtig super dicken Thorax. Also das sieht schon mal fantastisch aus. Hier sieht man auch, dass die Bienen keinen Bock mehr haben zu schwärmen. Gleich wieder rein. Also jedes Bienenvolk, wo durch so einen Königin-Erneuerungsprozess durchgegangen ist, wird nicht mehr abschwärmen wollen. Es gibt Ausnahmefälle, aber im Regelfall ist das so. Deswegen glaube ich, sagte ich ja, schlechter Bautrieb. Ja, also die haben wirklich einen unterirdisch schlechten Bautrieb. Kann man echt nur sagen. Mag sein, dass das ein liebes Volk ist, aber wie die bauen, also faul. Ja, um die Näpfchen da unten braucht man uns eigentlich auch keine Gedanken mehr machen. Das Thema ist durch. Die Königin wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen begattet. Aua, ist eine Biene gerade reingelangt. Und wenn die begattet ist, dann kriegt sie ihren Punkt. Was ich zur Königin hier schon mal sagen kann, ist zu 100%, dass das eine Hybridkönigin ist. Das habe ich an der Färbung schon erkennen können. Genetik Hybrid. Das hier ist auch klar. Was haben wir gemacht? Wir haben einen Drohnenbrut geschnitten. Bewertung brauchen wir hier nicht machen. Doch, brauchen wir machen. Ne, brauchen wir nicht, weil die Königin ist hier noch gar nicht intakt. Dann haben wir hier eine ganz normale Sägebergerbeute. Die finde ich persönlich zum Beispiel viel handlicher wie das, was wir gerade eben aufgemacht haben. Also, tja, vor 7 Tagen war hier ein richtiger Honigflow und jetzt ist das hier alles wieder versiegt. Aber der Hartriegel geht dann auch bald auf und haben die Bienen was zu knabbern. Eine kleine Schwarmkontrolle, also wenn ihr von unten guckt und ihr seht hier die Weißelzellen, dann müsst ihr überall genau gucken. Und wenn hier oben keine Weißelzellen sind, könnt ihr schlussfolgern, dass da unten auch keine sind. Und Schwarmzellen sehe ich hier nicht, aber ich sehe ein paar Näpfchen. Und da muss man sich dann wieder reinfühlen mit Erfahrung. Und ich würde jetzt mal sagen, die haben keine Schwarmzellen drin. Also weder oben noch unten, aber ganz genau wissen tut man es nicht. Auch eine 2020er Königin will ich unbedingt noch vermehren. Ich denke, der Bautrieb lässt hier auch nach bei dem Volk. Ich habe im Gefühl, wenn ich jetzt nicht rauche, habe ich ein dickes Auge.
können wir jetzt einen kleinen Trick machen. Und hier eine Wabe tauschen. Damit wir die Bienen zum Bauen im unteren Bereich etwas animieren. Das funktioniert, indem ich einfach nur ein bisschen Futter verschiebe. Hier aufbreche. Oh Gott. Das ist ein Tick zu schnell, aber einer drunter. Dann kommen die Futterwabe hier rein. Schieben wir da alles zusammen. Beim Zusammenschieben lasst den Bienen einfach immer Zeit. Die gehen von alleine raus. Keine Biene möchte gequetscht werden. Wenn ihr euren Tieren Zeit gibt, aus den Lücken rauszukrabbeln, wenn sozusagen der Druck kommt, dann gehen die im Regelfall auch weg. Aber ja, auch mir passiert es hin und wieder, dass mal Bienen eingeklemmt sind. Also wenn es passiert, dann ist es so. Aber versucht bitte so zu arbeiten, dass ihr die Tiere nicht quetscht. Gleich mal die Referenzwerte angucken, ob der Bautrieb hier schon immer so schlecht war. In der Tat gefällt er mir gerade nicht. Die paar Männchen lassen wir schlüpfen von dem tollen Volk. Ja, also die haben in der Sekunde nicht mehr so wirklich Lust zu schwärmen. Die Männchen nehme ich raus. Ich muss hier Weibchen auch mit rausnehmen. Sonst können die Bienen mir den Schnitt nicht mehr reparieren. Und da wir jetzt was rausgenommen haben, müssen wir uns überlegen. Da gibt nicht viel zu überlegen. Da gibt es nur eine einzige richtige Position für diese Waben und das ist hier. Die kleinste Wabe nach außen stellen. Jetzt können wir wieder einen Doppelblock mit den Mittelwänden arbeiten. Eier und Larven sind noch da. Heißt, Königin ist auch da. Lecker Blütenpollen. Muss man nur aufpassen, dass man nicht aus Versehen eine Biene ablecken tut. Wieder Drohnen. Auch jetzt können wir wieder einen kleinen Imkertrick machen. Wir nehmen diese Wabe hier, setzen die hier hin, setzen die dorthin. Oh, die muss ich noch begradigen. Ja, seht ihr, sind ganz wenig aus dem Raster sind sie rausgekommen. Der Rest ist okay. Setzen wir die auf die Position. Ups, ja, das ist, wo ich meine, hin und wieder passiert's. Passiert übrigens mit jedem Kistensystem, also bitte nicht denken, dass das an den Hoffmann-Seitenteilen liegt. Die Hoffmann-Seitenteile sind ausschlaggebend dafür, dass ich hier so gut arbeiten kann, ohne Bienenquetschung. Behauptungen, dass das Tierquälerei wäre, ist ausgemachter Blödsinn. Sorry, wenn ich das so sage, aber so ist es nun mal. Und dann haben wir das da hier. Hier ist eine krumme Mittelwand. Das geht nicht. Das müssen wir hier einen Ansatz wegmachen, sonst baut die Biene wieder denselben Unfug. Und dann hier ein kleiner Bollen. Rein ins Bienenvolk.
warum ich das jetzt ein bisschen verdreht habe. Einfach nur, weil ich es wieder vermittelt habe. Und hier oben gibt es nichts zu tun. Ist der Honigraum. Und ihr habt vielleicht gesehen, dass ich meine Segeberger Magazine ohne Absperrgitter führe. Das geht mit dem System. Man kann es Absperrgitter reinlegen, es geht, aber man muss es nicht. Wenn ich es nicht muss, dann mache ich es auch nicht. Ich würde mir wünschen, mein Home-Hive-System hätte keinen Absperrgitter. Funktioniert nur leider nicht ganz ohne Absperrgitter. So, wir haben Drohnen schlüpfen lassen, wir haben rausgeschnitten. Und alles andere sind eigentlich Pluspunkte. Bautrieb und Honig fand ich für das Volk echt schlecht. Aber alles andere ist gut. Ab zu meinem Lieblingsmodell, dem Home Hive. Ich glaube, das wird heute ein längeres Video für euch. Das war ein Schwarm, und zwar ein Naturbienenschwarm. Also an die Drohnen hier komme ich wirklich richtig schlecht dran. Königin ist gut, deswegen können wir die schlüpfen lassen. Die Wabe hier ist nicht gut, aus zwei Gründen, weil die hier anfangen über den Stab rauszubauen. Und das wird zu Problemen führen. Spätestens dann, wenn der Gitteraufsatz kommt. Und das zweite ist, sie haben es hier etwas ausgebuchtet. Und das ist auch nicht gerade super. Deswegen habe ich das jetzt denen wieder ins Lot gedrückt hier alles. Dann dasselbe. Das war nicht so viel hier. War aber wieder rein. Und das ist auch wieder eine ganz kleine Wabe. Also das ist ja mal ein richtiges Krüppelbienenvolk. Gefällt mir gar nicht. Der Schwarm war viel zu klein. Hier in der Mitte war wieder ein Wirtschafts-Home-Hive. Das ist über den Winter gegangen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit haben wir hier Schwarmtrieb drin. Das war ein 21er Königin. Hier könnte es sein, dass ich eine zweite Kiste oben drauf setzen muss. Oh ja, wow, puh, hi, schwer, wow, geil. Ein bisschen Platz haben sie noch, also aufstocken muss ich jetzt noch nicht. Aber der hat jetzt mal richtig Gewicht gehabt. Wie man hier an den neuen Oberträgern sehen kann, habe ich bereits hier Waben geklaut, um den Schwarmtrieb zu reduzieren. Jetzt gucken wir mal, wie es jetzt aussieht. Drohnenwabe. Hier ist noch nicht viel passiert mit der ersten Wabe. Sie haben Ansatzstreifen gebaut. Guck mal. Das ist Biene, das ist Drohne, das ist ein Drohnenanfangsstreifen. Das wird dann sicher eine Drohnenwabe. Hier haben wir Drohnen. Die sehen so mies aus. Die kann ich nicht schlüpfen lassen.
Also bei so einem Brutbild, da springen mir doch schon wieder die Varroamilben ins Gesicht. Bloß weg damit. Die sehen auch nicht besser aus, die Männchen hier. Deswegen auch da weg damit. Die Bienen haben sich hier gerade total verhängt. Und die Wabe ist relativ jung und hat oben eine Schwachstelle. Wenn ich die jetzt schneide, laufe ich Gefahr, wenn ich die schüttel, laufe ich Gefahr, dass es mir runterbricht. Deswegen ist jetzt hier klüger, das mit der Biene zu machen. Und da wir hier überall am Rand die Männchen sitzen haben, will ich die auch gleich mitnehmen. Und habe jetzt wieder einen Bogenschnitt gemacht, allerdings einen ziemlich steilen. Das gefällt mir selber nicht. Da müssen wir noch mal kurz im Wässer ran. Das hier ist für die Biene einfach zu steil. Das kann sie nicht reparieren. So eine kleine Kante kann da echt schon viel ändern. Das reicht immer noch nicht ganz aus. Ich muss weiter Bienenmasse wegnehmen, damit die Bienen den Schnitt ohne Schmerzen reparieren können. Und auch hier kann ich nochmal sagen, für die Biene ist es wesentlich schädlicher, wenn sie den Schnitt nicht gut korrigieren kann. Und im Sommer Brut rauszunehmen, die Bienen können es kompensieren. Wir nehmen dadurch Milben raus, speziell jetzt von so einem Volk, wo wir schon anhand der Drohnenbrut sehen können, dass die sehr viel Milben einfach drin haben noch. Also das hier ist jetzt hier ziemlich schlupfreife Brut. Deswegen bestenfalls geeignet, um die rüber in den Krüppelschwarm zu hängen. Ja, ich weiß. So werden Varroamilben übertragen. Der Schwarm da hinten wird mir allerdings definitiv nochmal hochpumpen mit der Drohnenbrutgeschichte. Kommt wahrscheinlich in den nächsten 6 bis 8 Wochen, dass sie nochmal Drohnenwaben anlegen. Und dann wiege ich so die Milben wieder raus. Die Wabe lassen wir drin. Die Wabe lassen wir auch hier in der Mitte drin. Die sollen sie mir erstmal ausbauen. Und auch das hier ist eine relativ schlupffertige Brut. Die können wir auch mit rübernehmen. Mehr Waben darf ich aus dem Volk nicht abziehen. Und hier die Drohnen. Boah, ganz üble Nummer. Dem Bienenvolk kann ich in der Gesundheit keinen Pluspunkt geben. Dafür ist das Volk wirklich nicht super. Die haben auch eine schlechte Brutpflege. Das hat sich hier durchs ganze Brutnest eigentlich durchgezogen. Da ist jetzt nicht nur die Milbe dran schuld. Da tragen die Bienen eine große Mitschuld dran, dass sie eben jetzt nicht so toll ihre Brut pflegen wie die anderen Völker, die wir jetzt schon angesehen haben. Ihr habt es ja vielleicht gesehen, die ganzen Lücken in der Brut drin. Und dann waren sie zudem noch leicht im Schwarmtrieb. Unter Umständen werde ich da die Königin auch ersetzen. Möglicherweise fällt euch auch hier bei dem Volk auf, dass die
keine Futter haben. Zu wenig. Auch zu wenig Bienen, auch zu wenig Brut. Deswegen setzen wir den jetzt auch gleich den Honigraum oben drauf. Die zeigen mir hier auch dieses Überlaufverhalten an, was ich nicht mag. Manchmal muss man allerdings auch Kompromisse eingehen. Dieses Bienenvolk hat offensichtlich eine Schwäche im Wabenbau, offensichtlich eine Schwäche in der Bruthygiene und offensichtlich eine Stärke im Sammeltrieb. Und jetzt kann man sich halt als Imker überlegen, wo ist eigentlich die Grenze in der Entscheidung. Also für mich würde ich jetzt sagen, ich lasse dieses Bienenvolk am Leben. Ich ziehe von der Königin, wenn es nur dieses Volk ist, auch nach. Also sprich jetzt angenommen, die wäre zu alt, dann würde ich sie killen und einfach eine neue Tochter von dieser Genetik ziehen lassen. Aber dieses Volk würde ich jetzt auch nicht nehmen, um da größer, also im größeren Stil Königin zu vermehren. Dafür ist es mir einfach zu schlecht. Warm korrigieren brauche ich nicht. Das hat auch schon mal was. Wir haben Drohnen rausgenommen. Verhalten war gut, Gesundheit war schlecht, Entwicklung war schlecht, Bautrieb war schlecht. Schwarmtrieb war gut, Honig war gut und dann lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Warum habe ich als Genetik vermehren hingeschrieben? Was soll denn das? Wahrscheinlich war es mal ein gutes Volk. Ne, hier sind auch Minuspunkte, aber das war okay. In allen Fällen werden wir dieses Bienenvolk nicht vermehren. Der Punkt ist hier weggeflogen, deswegen weiß ich nicht mehr die Bezeichnung. Wir haben Brut rausgenommen. Brut entnommen im Mai. Eine Honigwabe, zweite Honigwabe. Dritte Honigwabe. Mehr gebe ich dem Volk nicht. Sonst laufe ich Gefahr, dass die ausgeräubert werden, weil das so schwach ist. Und ich sollte bei dem Volk dringend gucken, dass da so schnell wie es geht Bienenmasse ins Volk reinkommt. Brut gegeben, Futter gegeben, Verhalten war gut, Gesundheit war, ne, Entwicklung war schlecht, Bautrieb war schlecht, Honig war schlecht. Liegt aber nicht unbedingt an der Genetik, sondern einfach an dem Zug.
kleinen Schwarm. Ich habe leider nach meiner kleinen Pause gerade erkannt, dass da die Kameralinse milchig war. Irgendwie ist da Wachs, Propolis und Bienenzeugs hingekommen. Ich hoffe, dass die Mattscheibe nicht allzu lange hier sichtbar war. Dieses Bienenvolk hat bereits eine neue Königin gemacht. Da reicht wahrscheinlich ein ganz kleiner Blick. Ist auch noch ein sehr schwaches Volk. Königinnen sind hier geschlüpft. Eier sehe ich hier noch keine. Deswegen werden wir jetzt hier auch nicht weiter schauen. Dem Volk müssen wir Zeit geben und bestenfalls noch Brutfarben rein. Das ist nämlich echt zu schwach. Dafür haben die gut Honig gesammelt. Das zeigt immer wieder, dass weniger Bienen nicht unbedingt weniger Honig euch reinbringen. Verhalten war gut, Gesundheit war gut, Entwicklung war schlecht. Bautrieb kann man jetzt nicht bewerten, weil es viel zu klein ist, Schwarmtrieb auch nicht. Honig ist ein Plus. Und da können wir eigentlich schon mal die Statistik neu betiteln. Und merken uns jetzt lediglich die Grünnummer 23, Hybridgrün 23. Wir wissen, es ist 2022, wir wissen, es ist die Mutter Hybrid Grün 23. Wir wissen, es ist eine Bivital-Anpaarung und wir wissen, es kommt von einer Schwarmzelle. Da ich die Königin noch nicht gesehen habe, kann ich die Genetik noch nicht beurteilen. Okay, schon wieder so eine Altkönigin, eine 2020er, mit wieder diesem furchtbaren gelben Absperrgitter. Die Nachteile, wenn die Absperrgitter gewellt sind, sind offensichtlich. Die haben ziemlich krummes Zeug gebaut hier, die Viecher. Bei den Bienen ist immer ganz wichtig, achtet auf die Details. Hier zum Beispiel ist ein Detail. Wenn wir das nicht wegmachen, werden die Bienen noch krummer bauen. Können wir hier mit zwei kleinen Klicks die Wabe begradigen. Hier fehlt ein Stab, der liegt da unten. Okay, werde ich mir nachher gleich holen. Nächste Wabe, jetzt komme ich zum Stab hin. Können wir komplett abschlagen und hier reinstechen, hochdrücken, hier abschneiden, reindrücken, Wabe wieder gerade, hier glatt drücken, Wabe drehen, sonst funktioniert der Trick nicht. Hier machen wir gleich den Stock wieder rein.
und dann müssen wir hier flach drücken. Altwaben kann ich im Doppelblock heben. Ja, hier kommt die Drohnenbrut, die kann man bald schneiden. Das ist gut. Die müssen wir rumdrehen, weil sie auch hier krumm gebaut haben. Noch relativ einfach zu begradigen. Dann auch hier wieder einen Stoppmeißel platt drücken.